Pause ich mal, Alter. Weil, jetzt mache ich weiß es an die anderen Seiten vom Hang. Erstens, die machen mir gerade die ganzen Insektenstachel, so wie halt so ein Pullover aus, gell? Und weil ich jeder pack, hey, ich verstehe nicht, ob das das überhaupt erlaubt ist, gell? Ich meine, die hat da ein Holz drin halt, ne? Ist ja diese Sache. Aber quasi um den ganzen Ding da aufher, so fetten Todesstachel dran zu machen, ja, geht meiner Meinung nach am Thema vorbei, dass das überhaupt erlaubt ist, hey. Also, keine Ahnung, das ist auch gefährlich, Alter. Erstens mal, für die Tiere ist es gefährlich, weil die siehst du ja nicht. Da reißt sie gleich mal. Und welche so Sicherung, dass du sagst, ja, ich will dich sichern, dass der keiner reinfällt, vielleicht Kinder, ja, geht das auch am Thema vorbei. Ja. Und irgendwann aber der Holzklavel, der scheißt halt eh nichts um die Stacheldraht, der fährt da Alter, und dann ist er drin. Aber, mei, und das soll es jetzt nicht gehen, aber es ist unglaublich, hey. Krasse Scheiße, hey. Was alles so da reißen gibt, hey. Ja. Ja, die Nestmeldungen lese ich, hey. Ich mache ja anders mal, weil ich bin schon zu lange unterwegs heute. Habe ich aber gerade wie ein Drachen und so, den ich auch von da. Wir haben ja gesagt, dass quasi in dem Waldgebiet drin generell schon Nest sein, aber da kennt er quasi nichts. Aber Waldgebiet, wie gesagt, da komme ich dann später im Jahr rein. Ne? Jetzt plötzlich quasi mal den Weg, der Affe, den Hang. Sieht man schon, wie so ein alter Weg da den Hang schneidet. Jetzt gehe ich erst so, checke die Lage heute. Dann mache ich da und dann gehe ich an dem Ackerkanten da hinten da entlang und zum Auto zurück, Alter. Und dann fahre ich an, hey. So fast nicht wieder, ich habe ja noch nichts gegessen. Ja, genau, hey. So ist es, hey. So ist es. Da siehst du halt in dem Schattenbereich, gell, noch, weil der Tau und so, ne, die ganzen Trichter von den Spinnen. Ja, voll gut, das ist die Wiesen, die wir seid. Nest habe ich übrigens noch nichts gefunden, da jetzt auf der Seite. Aber einfach so 1000 Füßlein nochmal angekriegt, hey. On the road. On the road, hey. On the road to Dublin, Alter. Ja, das ist nämlich quasi die Ausläufe. Da ist jetzt dann auch der Naturpark zu Ende. Ja. Das ist so ein Dorf, Alter. Ja. So ist das, hey. Oh, fuck. Wie die da mit meinem Pullover, Alter. Wir haben 100 Grad Hochsommer, verstehst du? Und Insektengaudi. Weiß eh nicht, was gerade mit dem Wetter los ist, sag mal ganz ehrlich. Das mit der Amphibienwanderung, das stockt ein bisschen. Letztens haben wieder die Moor frisch gerufen, obwohl die quasi schon durch sind. Dann kommen einfach so Amphibien nachher. Heute haben sie mal übrigens einen Amphibien-Sound kontrollieren. Nehme ich die auch wieder mit, kommt aber extra Flock. Und schauen wir mal, was jetzt da quasi drin ist. Ja, hat er heute Nacht geringt. Und dann haben wir quasi in der Früh und dann sticht mir quasi so ein Wichser Kriebel mitten oder so da hinten da. Ja, ich weiß nicht, damit gerechnet, Alter. Ja, es ist ja quasi nicht abends. Das ist very tricky, Alter. Das Wetter spielt verrückt. Das ganze Ding geht nur weiter. Da kommt jetzt quasi das Haus, dann geht es weiter und dann ist quasi Schluss. Ja. Aber den ganzen Ding, das ist ja quasi größer wie 1, 2, ja, locker 3 Fußballfelder, Alter. Und dann geht es ja quasi im Wald auch noch weiter. Darum mache ich jetzt quasi, weil ich muss ja das auch noch wissen. Ne. Und die konnten quasi Schluss. Geh jetzt mal rauf, schauen wir noch schnell auf die Wiesen und schauen wir dann das Waldgebiet an. Weil nützt mir nichts. Ja. Also nützt mir quasi nichts, wenn ich halt. Da habe ich jetzt auch noch 4 Stiel, das mache ich dann im Endeffekt mal anders. Weil das tut mir dann nicht zu viel. Ja. Genau, das ist quasi so eine Lichtung. Falls ich da jetzt was finde, dann ist das cool. Ansonsten mache ich das, wie gesagt, das nächste Mal. Und dann gehe ich quasi den anderen Hang für heute. Ja, nee, das ist unwegsam. Aber ist cool, quasi mal so eine Lichtung im Wald. Unwegsames Gelände, Alter. Das schaut so locker flockig aus, aber das ist halt die ganzen Dreckshanglagen, Alter. Ja, so schön wie es sind. Ja. Da hängt ein super Mistel dran. Der Mist, Leute. War ja vorher am Radlweg, das hast du ja quasi nicht mitgekriegt, weil habe ich noch nicht gefilmt. Aber ich dachte, da kommen quasi so Leute vorbei mal zum Fragen. Aber die war nicht so. Und
Dann sind schon welche vorbeikommen mit ihrem E-Bike, Alter. Mit 100 km/h. Schunk, schunk, dann sind wir vorbei. Aber den leisen Wanderer, den gibt es heute doch gar nicht mehr. Ja, also das ist so, Alter, so ungefähr. Oder halt ich. Aber oder alle, jeder hat ein E-Radl, Alter. Ich brauche auch ein E-Radl. Wenn es Geld hat, Alter, kauft man, glaube ich, auch ein E-Radl. Küchenschein. Ah, ja. Ja, jetzt muss man schauen, ob der Weg geht. Auch wieder Sepp. Nein, nicht, nix. Hey, ich sag's dir, irgendwann kaufe ich mir quasi mal so eine Flasche Gin. Ja, und dann sauf ich die. Also, die Ohren halt. Oh, wie jetzt so also ein Drecksfecht, das ist verschluckt. Hey. Oh Mann, ja, nee, egal. Also, jetzt gehen wir noch vier. Ich bin ja nicht ganz blöd, Alter. Das ist schon aus wie ein Weg, den ich ankannten. Aber es ist scheinbar kein Weg. Ja, drum schauen wir trotzdem mal auf den Weg. Ja. Ich muss mal schauen, dass ich das halt so ziemlich weit strach, quasi meinen Beobachtungspunkt. Ja. Wenn ich da oben bin, kann ich quasi auch noch 20 Meter raufschauen und 20 Meter euch. Aber wenn ich da unten bin, kann ich bloß 20 Meter raufschauen. Das heißt, ich sehe die Kanten ab dem Weg nicht mehr. Falls du denkst, dass mein Vlog anders ausschaut, ich filme das aktuell mit 4K halt, wie ich habe. Nein, eigentlich filme ich halt mit 5,4K, aber jetzt seit neuestens bloß mit 4K. Und 60 Bütteln pro Sekunde. Weil ich nicht einmal umsteilen will. Und ich kann dann quasi meine Drohnenfilme mit dem Vlog mixen. Passt das Verhältnis. Aber ich kann nicht meinen Vlog mit 25 Bütteln filmen. Und bei der Drohne dann mit 60, ja. Weil die Drohne fliegt ja ziemlich schnell. Da wird das dann stocken, weißt. Ja, da passen 120 bisher. Ja. Und dann kann der ja auch noch 5K, 5.1K, keine Ahnung, Leute. Und die GoPro 5.4K. Und dann das so zusammenmürtschen, Leute. Da habe ich auch keine Lust drauf. Ja, da waren auch so Wildschweinchen. Wieder schon gekommen, der Keil, Leute. Ja, in dem Truppenübungsfluss Hohenfels gibt es ja quasi den Wolf. Ne? Ich bin jetzt nicht erpicht, dass ich den sehe. Ja, ich würde den eigentlich gar nicht sehen. Aber wenn ich den sehe, wenn ich quasi einen Wolf sehe, dann. Dann ist auch was los. Da habe ich nämlich, das ist quasi der Punkt wahrscheinlich, wo ich gerade meine GoPro ausschalte. Ja, und dann habe ich nicht drauf. Aber kannst du warten drauf, bis du im Endeffekt einmal irgend so einen über den Weg rennst. Wenn dann auch vor der Weiten. Ja, ein Küchenschein. Da ist jetzt so ein Ding. Und da vorne auch so ein Platten, da kann ich quasi das fette Dolmengrabe richten. Hey. Und dann kommt vielleicht einmal einer vorbei da. Wobei ich nicht glaube, dass so einer vorbeikommt. Und denkt sich dann, Alter, das ist ja was für die Kalten, hey. Ja? Und dann pilgern alle hier. So, die, alle pilgern dann daher. Ja. Der weiß, wo ich das. Mach ich nicht, war Spaß. Jo, Alter, bin ich wieder on the road, hey. Zu meinen Exkursionen, zu meinen offiziellen Ameisen-Exkursionen, gell. Mach ich demnächst einmal so. So halt, dass ich suche, wann ich da gehe und so. Und dann kann man mich quasi begleiten, mehr oder weniger. Aber das müssen dann schon so tun sein, wenn man auch gehen kann. Ja, so Unterholz extrem. Weil ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe, Alter, da kannst du ja keinen mitnehmen. Ja. Stay tuned, Alter, da hätten die sagen in Hollywood oder coming soon, hey. Ja, egal. Ja, so bin ich wieder beim Auto. Das glaubst du nicht, hey, wie lange ich jetzt unterwegs war und wie viel habe ich gefunden? Ein Nest und eine Kartierungsmeldung, weil da habe ich halten können.
ansonsten in den ganzen Bereich gar nichts. Ja. Jetzt ist es bloß so, da habe ich quasi nur den anderen Bereich mit den ganzen, mit dem lichten Wald. Ja. Und weil der Jacher mir gesagt hat, dass er quasi auf dem Berg im Holz halt Ameisennester kennt und hat. Ja. Ja. Aber wie gesagt, Waldtouren kommen dann erst. Den nicht Animale. Sonst ist ein schöner Freitag, wie gesagt, die fliege ich heute noch drinnen. Kommt vielleicht ein Drohnenvideo. Und dann da ich noch dir das zeigen mit den Amphibien, was quasi in dem Amphibienzaun zu finden war. Jo. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Let's fetz auch so, falls heute. Juhu.